Hallo meine lieben Hobbits, Menschen, Elmen und Zwerge und willkommen zurück zur dritten Folge von Die Gilde 2 mit Fredgar Nachtigall in Düsseldorf. Und wir bekommen immer mehr Kohle, wie ihr gerade seht. Hier ist gerade wieder was nach oben geschwappt. Unser Marktkarren kommt auch schon wieder Rosa zurück. Team Handelskarren, Entschuldigung. Hammergeil. Also mit unserer Stadt geht's echt aufwärts. Oder mit unserer Dynastie geht's wohl eher aufwärts. Wir sind dabei, die Astrid rumzubekommen. Die hier. Kann ich mittlerweile wieder etwas machen? Jawohl. So, dann würde ich sagen... Ego sum, qui sum. Auf geht's. Wir beobachten ihn mal, wie er sie jetzt umgarnt. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und in der Zeit erzähle ich euch einfach mal ein bisschen was über die weiteren Vorgehensweisen. Also in dieser Folge, wie gesagt, wollen wir versuchen, wie auch schon in der letzten Folge erwähnt, wollen wir versuchen, die Astrid heute auf jeden Fall klar zu machen. Es war ein interessantes Gespräch. Vielen Dank. Lol. Okay, wir haben sie auf jeden Fall gleich rumgekriegt. Soll ich helfen? Also, wir wollen sie auf jeden Fall heute rumkriegen. Wenn es geht, am besten sie auch direkt gleich ins Bett zerren. Und Nachkommen produzieren, weil wir brauchen Variatio welche. Ist, in einem Fakt. Kontor werden Waren zu günstigen Preisen feilgeboten. Ja, okay. Warum eigentlich sind wir mit den... Was ich noch schauen wollte, war, warum sind wir mit den Grünen auf einmal so gut dabei? Der ist Gelehrter. Sie ist Gaunerin. Was macht er gerade? Nimmt an der Sitzung teil. Niederer Ratdienst. Nimmt an einer Amtssitzung teil, okay. Ah, ist ja schon 19 Uhr. Ist ja krass. Der nächste Tag ist gleich vorbei. Das heißt, wir haben gleich Herbst 1402. Das ist auf jeden Fall gut. Ich finde es gut, dass ich eingestellt habe, dass wir immer nur um ein Jahr springen tatsächlich, weil sonst wird es irgendwann auch ein bisschen zu langweilig, glaube ich. Wobei die Leute dann rein theoretisch auch ein bisschen OP werden. Was nun? Also die hier. Aber das ist ja... Sinn und Zweck der Sache. So, haben wir irgendwelche Feinde? Okay, die haben wir als Feind. Und wo sind die? Oder wo wohnen die? Bier ausschenken. Ah, ficken, Alter. Die sind bei uns in der Stadt und die hassen uns. Okay. Gut, dann müssen wir mal gucken, ob wir eventuell die ausschalten können. Nahe Zukunft. Ja, darum brauchen wir Nachkommen. Für den Fall, dass irgendwas schief geht, wenn ich irgendwo einen Mordanschlag plane. dass meine Nachkommen die ganzen Gebäude auch übernehmen können. Weil es natürlich auch sein kann, dass du mal ganz gerne in den Kerker eingesperrt wirst. Hier zum Beispiel in den Schuldturm wirst du dann eingesperrt. Oder ich meine auch, es kann bis zur Hinrichtung hingehen. Dass ich dann einfach tatsächlich einfach geköpft werde. Einmal hier ganz gut zu sehen. Beziehungsweise gehangen werde. Ich werde dann aufgehangen, geköpft oder ja. Werde halt dazu bestimmt, hier mein Köpfchen reinzustecken und dass die Leute mich dann mit Obst und Gemüse bewerfen können. Ja, aber das wollen wir natürlich möglichst vermeiden, dass sowas passiert. Cogito ergo sum. So, wir haben jetzt genug gearbeitet, sehe ich gerade. Das ist optimopti. Dann werden wir jetzt hier auf jeden Fall... Ah, okay, wir haben zu viel Kräutertee. Moment. Die vier werden wir hier reinpacken und nein, auch. Und die acht werden wir auch noch mitnehmen. Der Karren knarrt. Die Rechtsprechung wurde geändert.
Wir müssen nach Neuss. Leverkusen wäre auch ganz interessant. Wohin soll's gehen? Nach Leverkusen fährt sie am besten über Neuss. Dann wieder. Die haben Krankenhaus, die Schweine. Oder? Wo ist denn hier der Marktplatz? In. Wo sind wir jetzt? Leverkusen. Hä? Bin ich blind oder so? Haben die keinen Marktplatz? Doch, jede Stadt hat doch einen Marktplatz. Ach, hier. Ah, oh, neben dem Krankenhaus. Boah, ey, was für ein Scheißlacker, ne? Bin sofort da. Ist ja nicht wahr. Oh, die Rechtsprechung wurde geändert in Düsseldorf. Die Härte der Rechtsprechung ist ab sofort hart. Ist natürlich jetzt blöd. In jetzt habe ich natürlich schön meine Pläne ausgeplaudert hier, wie wir wen auf jeden Fall abmoxen können. Oder dass wir es vorhaben. Und dann schon ändern sie einfach mal die Rechtsprechung in hart. Finde ich jetzt nicht so geil, um ehrlich zu sein. Aber naja, so ist es halt. Ne? So, hier, jetzt machen wir die alte noch klar hier und dann können wir abdüsen. Das ist ja schon. Gerare humanum est. Ihr seid eine aufregende Frau. Oh, jetzt lass dir mal was Neues einfallen. Das ist vielen ja langweilig. Dank für die lieben Worte, mein Herr. Die Alte macht's jetzt spannend. Alles klar. Verstehe ich. Die macht sich total interessant gerade. Für uns. Herbst 1402. Es wird Krieg geben. Es wird Krieg zwischen dem Deutschen Kaiserreich und dem Königreich Frankreich geben. Oh, scheiße. In 8 Stunden werden wir unsere Truppen versammeln und gegen den Feind zu Felde ziehen. Wir fordern hiermit jede Ortschaft unseres Landes auf, uns ein Banner Landknechte zu stellen. Das Königreich Frankreich wird uns ein großes Aufgebot entgegenstellen. Deshalb sei jede Familie unseres Landes aufgefordert, bei den Zeughäusern zusätzliche Landknechte anzuheuern oder gar selbst zum Schwert zu greifen. Dafür sei euch unser Dank sowie ein Teil der Kriegsbeute zugesichert. Okay, wie macht man das? Das hatte ich noch nie, um ehrlich zu sein. Gehen wir da hin. Das würde mich jetzt mal interessieren, wie das funktioniert. Das werden wir jetzt auf jeden Fall herausfinden. Weil wie gesagt, das Spiel habe ich ja ewig nicht gespielt, dann zwischenzeitlich mit Marvin und habe da so größtenteils wieder alles selber herausgefunden, aber vieles halt immer noch nicht. Na, weil das Spiel ist ja schon ein bisschen älter und ich freue mich so hart auf den dritten Teil, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist ungefähr so, wie als wenn ich mich immer früher bei Anno auf den neuen Teil gefreut habe. Kriegsgerät erwerben. In vino veritas. Alea jacta est. Ah, ist zu. Okay. Die Gilde der Gelehrten von Neuss vermittelt einen Handelskontrakt für den Vatikan über 4 Almanach bei 1500 pro Stück. Boah, das wäre so hart geil, ne? Ratsherrenbräu. Werden wir leider nicht bekommen, weil dafür brauchen wir eine richtig hart krasse, gute, ausgewählte Schenke. Und diese Alamanach kriegen wir auch erst später leider. Das können wir jetzt noch nicht herstellen. Hier mach ich mal noch ein bisschen schlauer. Damit
wir auf jeden Fall noch ein paar Punkte gleich verteilen können, weil sobald wir die Astrid auch rumgekriegt haben, werden wir noch mehr Erfahrungspunkte bekommen für unsere Talente und werden somit dann auch vielleicht heute noch Stufe 3, also in der Folge. Das wäre schon richtig geil. Das muss ich euch sagen. Das wäre schon... Ich will jetzt nicht sagen, das wäre schon pornös, aber es wäre pornös. So, was haben wir denn eigentlich noch so vor? Politisch werden wir uns noch nicht engagieren können, weil wir noch nicht ausreichend Titel haben. Gewinnungspunkte, also Gewinnpunkte. Die Umsatzsteuer wurde geändert. Bilanztechnisch stehen wir gut da, weil wir schon wieder 43 verkauft haben. So in der Jahresbilanz oder der Gesamtbilanz, seitdem es diesen Betrieb gibt, haben wir auf jeden Fall auch ordentlich Plus gemacht. Die Umsatzsteuer wurde geändert, in Leverkusen auf 20% festgelegt. Schade. Errare humanum est. Dann nehme ich nochmal hin. Ich weiß gar nicht, wenn ein Typ schläft. Nach einem harten Arbeitsamt. Kräfte zu sammeln und euch gegebenenfalls von Krankheiten oder Verletzungen zu erholen. Wirkungsdauer 6 Stunden. Na gut. Dann schlaf mal noch ein bisschen. Die anderen hier, die sind ja jetzt auch gleich schon wieder auf dem Weg. Oh, wir haben schon ordentlich wieder was gesammelt. Das ist schon echt gut. Wenn wir uns aufwerten wollen, brauchen wir 6500 Taler. Sind wir nah dran. Wo ist unser Handelskarren? Fährt hier gerade bergauf. Da hinten ist Leverkusen. Alles klar. Handelskarren ist auch bald da. Das heißt, wir würden rein theoretisch auch bald noch mehr als genug Kohle bekommen. Was ich sehr begrüßen würde, weil wir uns natürlich so schnell wie möglich auch weiterentwickeln wollen. Einfach um noch mehr Kohle zu machen. Ist ja logisch, ne? Weil wer sagt zu Geld nein? Das würde kein Mensch machen. Ja. Und das Spiel macht mir momentan so riesig Spaß. Das ist enorm geil. Also, über Feedback, wie gesagt, würde ich mich sehr freuen. Kommentare, Likes bin ich immer zu haben für. Ich werde die auch immer regelmäßig beantworten. Ich bin ja, wie ihr wisst, auch schön berufstätig. Was natürlich dann immer ein bisschen schwierig wird, das Ganze dann vielleicht fertig zu machen. Nö, eigentlich nicht. Stimmt nicht. Das werden wir eigentlich alles hinkriegen. Eure Beziehung zur Dynastie Lohmann hat sich von Nicht-Angriffspakt auf neutral geändert. Okay. Jemand fühlt sich vernachlässigt. Wie? Eine Dynastie trauert. Johannes Wanst aus der Dynastie Wanst ist heuer gestorben. Oh, das... Was nun? Haha. Tut mir natürlich echt leid für ihn. Nicht, weil umso besser. Ah, die ist schon wach. Dann können wir die jetzt ja mal hier direkt noch... schon mal direkt anmachen. Oh! Geld ist da. Boah. Alter. Alles klar. Es lohnt sich echt, in die anderen Städte zu fahren und da alles zu verscherbeln, was man kriegt. Es lohnt sich. Echt. Ich find's geil, weil so kommen wir immer näher und dem Ziel auch immer näher. Aber das Ziel, was wir ja heute erreichen wollen, werden wir auf jeden Fall jetzt erreichen. Ups. Ego sum qui sum. Werden die Alte jetzt auf jeden Fall erstmal Ego sum qui sum für uns gewinnen. Wo ist er? Es war ein interessantes Gespräch. Vielen Dank. Oh, wir unterhalten uns mit einem Kuh. Jemand hat sich in euch verliebt. Jawohl! So. Ich bitte euch um eure Hand zum Ehebund. Wollt ihr, dass ich treulich für euch und unsere Familie sorge? Gerne, mein Herr. Jetzt reden wir mit einem Stein.
Wir sind ein bisschen unromantisch, wir machen das hier an Ort und Stelle. An der Kapelle, würde ich sagen, lohnt sich tatsächlich erst, wenn wir mehr Geld angesammelt haben, weil das Geld jetzt brauchen wir im Moment. So. Wir haben es geschafft. Cogito ergo sum. Ego sum qui sum. So. Der Krieg beginnt. Der Kaiser des Deutschen Reichs hat damit begonnen, seine Truppen zusammenzuziehen. Dem Königreich Frankreich tut es ihm okay. Es gibt kein Zurück mehr. Möge Gott unseren tapferen Bannern beistehen. Ich habe keins gestellt, weil ich nicht wusste, wie es geht. Egal. Ich würde fast sagen, na dann mal los. Alle ein bisschen es wird geschehen. Hergestellt. Wir haben jetzt mehr als genug davon gesammelt. Der Wagen ist auf jeden Fall auf dem Weg zurück. Soll ich helfen? Die zwei werden sich jetzt hier erstmal richtig hart divide et impera benächtigen. Als euer Ehemann ist es mir ein Bedürfnis, euch heute ins Schlafzimmer zu führen. Komm, mein geliebtes Weib. Von mir aus? Oh, wie lieblos. Sei froh, dass du gestochen wirst, ey. So. Nice one. Gut. Dann hätten wir das Ziel auch abgehakt. Geilo. Geht richtig schnell voran. Finde ich gut. Wo bleibt unser Marktkarren? Handelskarren? Entschuldigung. Wo bist du denn? Achso, du bist ein Handkarren. Vielleicht sollten wir uns noch überlegen, noch einen zweiten zu holen. Aber dafür ist die Produktionskette noch deutlich zu gering. Wir haben hier gut. Wir verdienen schon einiges. Ja. Das ist jetzt nicht verkehrt. Das macht er. Hat sich im Fuß gebrochen. Oh. Und es regnet schon wieder. Ah. In vino veritas. So. Jawohl, wir können wieder Punkte verteilen. Das heißt, wir würden jetzt auch das nächste Ziel noch erreichen. Level 3. Das werden wir auf jeden Fall jetzt auch noch in Anspruch nehmen. Empathie. Leben werden wir erhöhen. Und Artefakte. Das ist auch sehr interessant. So, wir haben Level 3 erreicht. Oho. Herzlichen Glückwunsch. Fredgar Nachtigall ist um eine Stufe aufgestiegen. Beati populeres Spiritu. Hä? Hä? Divide et impera. Cogito ergo sum. Wir arbeiten. Oh, hier, Brandschutz haben wir vergessen. In den Brandschutz zu investieren. So, jetzt können wir rein theoretisch uns zur Zauberstube entwickeln. Wir könnten upgraden, werden wir aber noch nicht tun, weil uns fehlt das Geld. Ja, uns fehlt das Geld. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal die Zwischenziele erreicht. Darüber bin ich echt sehr stolz, sehr glücklich auch. Wir werden mal eben kurz auf die Landkarte gucken, wo unser Karren bleibt. Ah, da kommt er schon. Sehr gut. Vielleicht sollten wir uns doch noch einen zweiten zulegen. Weil, guckt euch mal an, wie viel wir jetzt schon wieder an Tee gemacht haben. Ich überlege gerade tatsächlich noch. Noch einen. Und der wird hier auch direkt voll beladen. Und warte, drei passen noch rein. So. So, und der wird dann jetzt direkt nach Neuss fahren. Und ich eile. Immer nur Arbeit. Also. Bin schon unterwegs. So. Die andere ist angekommen. In einem Kontor ist das vergünstigte Warenangebot erloschen.
Der Hansetag der Gildenältesten hat Uwe Hühnerhorst, Gildenmeister der Patrone zu Neuss, für das Jahr 1402 zum Aldermann der Umgebung gewählt. Ruhm innerhalb der Hanse angesehen 12, der Familie 14. Okay, die Kontorfragen ist klar. So. Gut. Haben wir auch ein bisschen was investiert. In nächster Zeit werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Geld scheffeln. Ich freue mich da schon riesig drauf. Und wir, oder ich sage jetzt schon mal wieder, ja, das war's für die heutige Folge. Wir sehen uns dann bei der nächsten wieder, würde ich sagen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Huch, euer Steinchen. Tschüss.